Wenn du solche Tage erlebst, wo es nicht rundläuft, wo du sagst, gänzlich versagt, wo du richtig grantig auf dich selbst bist und dich selbst an und für sich verurteilst, gebe ich dir in diesem Video drei Schritte mit, wie du es schnell wieder umdrehen kannst, damit es dir besser geht. Hallo, ich bin Bianca, deine Movement-Speakerin für deine Sicherheit. Und zwar haben wir sowas relativ häufig, dass wir an und für sich einen Tag erleben, der nicht gänzlich rund läuft. Und dann kommt der zweite Tag vielleicht noch mit dazu und alles ist irgendwie so demotivierend, runterziehend. Und dann kann es schon passieren, dass man so in Selbstzweifel gerät. Und genau da ist es wichtig, dass du hier einen riesengroßen Stopp reinhaust. Was passiert? Du zweifelst an dir selbst, du zweifelst an deiner Leistung, du zweifelst an deinem Können. Das heißt, alles ist an und für sich schlecht. Und wenn du in dieser Abwärtsspirale bist, so richtig schon voll im Pfad, dann ist es schwierig, dass du da nochmal rauskommst. Deswegen solltest du, wie gesagt, wenn du das erkennst, also gerade so etwas erlebst, dass du hier sofort einen Stopp reinhaust und die drei Schritte befolgst, dich rar machst. Und was heißt rar? Rar bedeutet von den Anfangsbuchstaben her recognize, das heißt erkenne das Gefühl. Was läuft gerade mit dir? Je bewusster wir uns selbst sind, welche Vorgänge oder was in uns abgeht, was für eine Post, ja, können wir dann schon mal einen Stopp eben, wie gesagt, reinhauen, um da nochmal tiefer zu graben. So tief müssen wir noch nicht mal reingraben, aber mit dem, was wir jetzt da schon erkennen, da ist etwas, wo ich mich selbst fertig mache. Ich meine, das Leben ist doch schwer schon genug, da müssen wir das nicht noch selber machen. Dann nehme dieses Gefühl an. Also mir geht das häufig eben oft so, dass ich dann sage, Mann, du bist so schlecht und jetzt machst du dir noch selber Vorwürfe. Gott, Bianca, wie dumm bist du denn, dass du dir jetzt selbst Vorwürfe machst? Das ist doch ganz klar, du kannst nicht alles wissen. So, je mehr gegen wir, dass wir da entgegensetzen, umso mehr Energie verbrauchen wir und umso mehr tun wir uns dagegen sträuben. Das heißt also, ja, es ist in Ordnung. Du darfst natürlich auch Selbstzweifel haben. Kurze Zwischeneinlage. Die Forscher sagen sogar, dass es vom Vorteil ist, Selbstzweifel zu haben. Denn damit können wir uns auch hinterfragen, ob es alles so richtig ist, was wir machen, ob wir uns selbst auf dem richtigen Weg noch befinden oder ob wir uns vielleicht neu ausrichten sollten. Und das ist neben dem Annehmen des Gefühls, des Affirm, ist es jetzt zum Beispiel das Realign und zwar die Neuausrichtung. Und das schaffst du genau dahingehend, was bringt dir dieses Gefühl? Was will dir dieses Gefühl denn mitteilen? Okay, gibt es denn etwas? Gibt es jemanden, wo ich aufschauen kann, der vielleicht auf meinem Gebiet noch besser ist als wie ich? Und wie sind seine Vorgehensweisen oder ihre Vorgehensweisen? Und nimm die Vorgehensweisen zum Beispiel für dich heran. Was ist für dich passend und möchtest du das auch so tun wie dieserjenige? Und dann noch deinen eigenen Esprit mit reinbringen, damit es auch tatsächlich zu dir passt und richtig stimmig ist. Also von dem her, nimm tatsächlich dieses Gefühl an. Zuallererst natürlich das Stopp reinhauen. Nimm es, erkenn es, nimm es an und richte dich neu aus. Das sind diese drei Schritte. Noch einmal Stopp reinhauen, Gefühl erkennen, benennen, annehmen, nicht wehren, keine Gegenwehr, bringt nichts. Und dann richte dich neu aus. Und wie gesagt, Selbstzweifel sind sogar dazu gut, dass man in seinem oder auf seinem Gebiet noch besser wird. Merk dir die drei Schritte, hau einen Stopp rein und mach das Beste aus deinem Leben, aus deinem Tag, aus der Situation. Deine Bianca.